Ich habe ein iPhone 6S in der Hand. Ihr wollt, dass ich den in Aqualino Anti-Stress runterwerfe? Ich mach das für euch. Hallo Leute und willkommen bei Timon. Leute, ich habe ein iPhone 6S in der Hand. Das heißt, heute haben wir ein cooles Crashtest geplant. Ich habe wieder unzählige Nachrichten auf Instagram bekommen, ich soll ein iPhone in einem Anti-Stress aus Aqualinus runterwerfen. Die Idee ist cool. Ich habe mir 3 Liter Aqualinus gezüchtet. Wir machen jetzt einen Anti-Stress und werfen ihn von einem Parkhaus runter. Das Schwierigste war, das Ballon mit Aqualinus zu füllen. Noch schwieriger war, das iPhone in den Ballon reinzukriegen. Gebt uns ein Like, wir haben 20 Minuten versucht, das iPhone da reinzuschieben und nicht das Ballon kaputt zu machen. Ich habe nur diese Aqualinus gehabt, beim Riss wäre alles im Eimer. Rausgekommen ist so ein Anti-Stress, iPhone sieht man da gar nicht, der ist in den Aqualinus untergegangen. Lasst uns den einfach runterwerfen. Das ist ein wirklich schöner Anti-Stress, wie der in Sonnenuntergang glänzt. Leute, was glaubt ihr? Wird das iPhone überleben? Werden die Aqualinus ihn schützen? Stellt das Video auf Pause und schreibt mir in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass der iPhone überlebt. Mir ist mal Handy aus der Tasche gefallen. Der war sofort kaputt. Und die Höhe, oh Mann, nee. Okay, seid ihr bereit? iPhone, bist du bereit? Okay, flieh! Nicht auf dem Bildschirm gelandet. Vielleicht funktioniert das noch. Lasst uns runterlaufen. Leute, der ist ganz nass. Die Feuchtigkeit aus Aqualinus wird ihm zu Verhängnis. So sieht er ganz gut aus. Ach nee, hier oben bei der Antenne ist was abgebrochen. Das ist aber gar nichts. Wir machen den an. Ja, ja Leute, der funktioniert noch. Nein, das gibt es nicht. Das ist nicht wahr. Der war halbe Stunde in der Feuchtigkeit, ist aus dem 5. Stock geflogen und funktioniert immer noch. Wie geht das denn? Anti-Stress aus Aqualinus hat ihn wirklich gerettet. Leute, liked das Video für das Anti-Stress, Leute. Folgt mir unbedingt auf Instagram, da kommen regelmäßig Videos von mir. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald!